Einen wunderschönen guten Morgen. Willkommen zum Schubi-Themen-Talk. Heute mit meinem Gast Miriam Betancourt. Mit Sicherheit wieder falsch ausgesprochen. Alle möglichen Arten auszusprechen. Ja, und es geht um ganz wichtige Themen für alle, die im Business sind, im Online-Business sind, nämlich Storytelling, psychologische Tricker, aber auch, was braucht es für das wirklich funktionierende Business-Marketing, Online-Marketing, vor allen Dingen, wenn wir es nicht auf der lauten Weise machen wollen, sondern auf dieser kontinuierlichen, feinsinnigen, von Mensch zu Mensch Weise. Eben die Weise, die aus meiner Sicht Vertrauen weckt. Und die meisten von euch, die jetzt zugucken, sind im Vertrauensbusiness, weil sie beraten, weil sie coachen, weil sie ja heilen. Da geht es richtig auch ums Leben, da geht es ums Eingemachte. Und darum ist Vertrauen das Wichtigste, was wir in all den Dingen, die wir tun, erst einmal schaffen. Willkommen, Miriam. Magst du mal ganz kurz auch nochmal zwei Sätze zu dir sagen, für die, die dich noch gar nicht kennen? Hallo Anke, vielen Dank erstmal, dass ich hier sein darf. Ja, sehr gerne. Mein Name ist Miriam und ich bin seit über 20 Jahren im Journalismus, habe eine ganz, ganz klassische Journalistenausbildung gehabt und habe Stationen, Tageszeitungen, Nachrichtenagenturen, Fernsehen gemacht, war mit dem Thema Online aber sehr, sehr früh in Kontakt, und zwar 1999, wo noch manche Leute gar nicht wussten, was ist denn dieses komische Ding Internet. Und habe den ersten Online-Auftritt einer Tageszeitung damals aufgebaut. Und seitdem hat mich eigentlich ja das Online und Journalismus immer begleitet. Und und mein Thema, du sagtest eben Storytelling, psychologische Trigger. Ich nenne es gerne Story-Marketing mit psychologischen Triggern, weil das Geschichten erzählen und unsere Geschichte, die wir als Unternehmer haben, da ist sehr viel Potenzial drin, die Menschen zu erreichen, die genau die richtigen für uns sind. Und das ist eine Sache, die sehr wichtig ist. Und dann ist es, und darum die psychologischen Trigger, ist auf die Art und Weise zu machen, dass es bei den anderen Menschen auch ankommt. Weil es ist, ne, du kannst noch so tolle Sachen machen, wenn du keinen Weg findest, so zu verpacken, dass auch der andere das in dieser Zeit, wo die Aufmerksamkeitsspanne so benutzt wird, ankommt, dann ist es leider für die Katz und das wollen wir nicht. Und das ist schön, dass du es so sagst. Ich habe ganz bewusst das Marketing noch nicht drangehangen, weil manche hätten an der Stelle vielleicht schon abgeschaltet, denn es ist ein ganz altes Verkaufshandwerk, also wirklich so, seitdem es Menschen auf Marktplätzen geht, geht es um die Storys, die wir uns einander erzählen. Und ja, das ist Marketing und ja, das ist Verkaufen. Und kein Mensch hinterm Marktstand sagt, die Äpfel bei meinem Nachbarn sind besser. Ja, sondern so, oh, jetzt sehen die besonders gut aus. Oder was heute ich sehr häufig erlebe, die Geschichte, von welchem Baum kommt denn dieser Apfel? Ja. Und da bist du natürlich auch sehr wortgewandt, erfinderisch und hast eine ja sehr tiefe journalistische Grundlage. Also nicht nur das Marketing, sondern vor allen Dingen auch die Kunst, journalistisch zu schreiben. Wo ist denn der Unterschied? Zwischen Story-Marketing und journalistischem Schreiben? Ich würde ganz gerne noch mal einmal einen ganz kurzen Blick, weil du hast es jetzt gerade so was Schönes mit dem Apfel gesagt, bevor ich auf deine Frage eingehe. Dieses Geschichtenerzählen, du sagst, es ist ganz alt. Ich hatte einen absoluten Aha-Effekt vor ein paar Monaten. Da war ich in einer Cranach-Ausstellung. Ich weiß nicht, wer das kennt. Es ist ein Maler, der zur Zeit Luthers gelebt hat und auch Luther viel porträtiert hat. Und diese Ausstellung hat klargemacht rausgearbeitet, wie die beiden eine Symbiose eingegangen sind. Cranach wäre nicht so bekannt geworden ohne Luther, und Luther hätte nicht die Wirkung gehabt ohne Cranach, weil die haben sich wirklich zusammengetan und haben Luther vermarktet. Auf die Art und Weise mit den Bildern damals. Das war genial, was die beiden gemacht haben. Und es hat also immer schon funktioniert. Es ist nichts Neues, was ich hier mache. Und das kann man lernen. Wenn du sagtest, ja, ich bin jetzt Journalistin seit 20 Jahren und den Vorurteil, den ich habe, ich
weiß halt, wie gute Geschichten funktionieren. Aber das ist alles Handwerk und das kann man lernen. Und es gibt halt, wenn du dir anschaust, was im Tatort am Sonntagabend passiert oder was bei den Kinoblockbustern passiert und auch bei Bestseller. Die Bestsellerbücher, die haben immer drei Elemente einer guten Geschichte. Und wenn du diese drei Elemente einer guten Geschichte in dein Marketing bringst, dann hast du eine Riesenchance, bei dem anderen anzudocken, weil Geschichten können wir uns merken. Fakten gehen da rein und da wieder raus. Genau, und das ist natürlich wunderbar dargestellt, neurobiologisch wunderbar auch erklärbar, warum unser Hirn so tickt und warum unser Organismus auf ja die Sinne, die Gefühle, die Emotionen reagiert. Weil bitte, das ist für uns als Mensch wichtiger, Gefahr oder keine Gefahr. Und wo zieht es uns hin oder nicht? Und wenn wir das einmal verstanden haben, wie wirklich ja ein empathisches Miteinander von Mensch zu Mensch geschieht, dann fällt es auch leicht, ja diese Elemente einfließen zu lassen. Ich habe dich eben ein bisschen provokativ nach Journalisten- und Marketing-Sprache gefragt, denn in der Verlagswelt habe ich natürlich genau beides nebeneinander gehabt und durfte immer übersetzen. Die wirklich tollen Journalisten, die wir hatten, die haben bei den ja, Verkaufsmaterialien, die super tolle Storytelling waren, die auch häufig leises Marketing waren bei manchen Produkten, die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und gesagt, das kann man nicht schreiben, das ist keine schöne Sprache. Ja, oder der Lektor, der sagte, grammatikalisch falsch, ja, das musst du so und so schreiben. Und nicht immer, ja, das stimmt, in diesem Fall machen wir es trotzdem so. Wie bist du da mit dir selber umgegangen? Ja, also da jede Zeitung hat ja ihre eigene Sprache. Ja, also ein Jugendmagazin hat eine andere Sprache als die Frankfurter Allgemeine Tageszeitung. Beides ist Journalismus. Beides hat nur eine unterschiedliche Zielgruppe und möchte in dem Moment etwas Unterschiedliches erreichen. Wenn ich einen Kommentar schreiben würde zu dem Abschied von Angela Merkel, benutze ich eine andere Sprache, als wenn ich eine Satire über den Kölner Stadtrat schreiben würde. So, nochmal, das Medium könnte das Gleiche sein, ich würde andere Worte benutzen, aber es sind immer meine Worte. Und das ist, glaube ich, das Wichtige, wenn ich ermutige immer die Leute, ihre eigenen Worte zu finden. Und das ist, wenn man sich einmal auf den Weg gemacht hat, eben nicht so schwierig. Das ist Handwerk. Ja, also dieses Schreiben wird ja auch immer so überhöht. Natürlich gibt es Leute, die können das ein bisschen besser und es gibt Leute, die können es ein wenig eben nicht so gut. Für die ist es anstrengend. Aber es ist ein Handwerk, genau wie ich kann zum Beispiel nicht gut Wände anstreichen. Das mache ich aber auch so gut wie nie. Ich habe das nicht gelernt, ja. So, ich werde das nicht vergessen. Ich habe mit Freunden Wandern gestrichen und der eine sagte, Mensch, wer hat die denn angestrichen? Und ich so, ich war, ja, also die können wir ja jetzt nochmal machen, sagte. Ja klar, ich mache das ja nicht jeden Tag. Aber wenn ich das üben würde, hätte diese Wand anders ausgesehen. Und so ist das auch mit Story Marketing. Und wenn man einmal seine Geschichte sich klar geworden ist, die einmal gut für sich aufgeschrieben hat, in einer Art und Weise, wie sie andere Menschen ankommt, kann man von dieser Geschichte als Kern sein gesamtes Marketing entwickeln. Sei es meine Webseite, sei es meine Social Media Posts, ja, sei es meine Facebook Lives, all das kann von diesem Kern passieren. Und dann sind wir da, wo du bist, dann kann es leicht passieren. Ja, und ein ganz wichtiges Element, du hast es so schön mit der Tapete, mit dem Streichen erzählt und ich kann das so gut nachvollziehen. Wenn wir dann auch in so einer Situation, wo wir selber unsicher sind, eine aufs Dach kriegen, dann sagt unser Organismus sofort, lass es, du kannst es nicht. Und so geht es uns ganz häufig beim Schreiben, beim Texten, beim Marketing, dieses ungute Gefühl, ah nee. Und wir kommen nicht ins Üben. Selbst wenn wir ins Üben kommen, haben wir immer noch diesen Wächter in uns, diesen inneren Anteil, das lass es, andere können es besser. Und das stimmt nicht. Und an der Stelle hast du was anderes eben noch gesagt, gemeinsam mit anderen zu sein, gemeinsam etwas zu tun. Da ist es gut, wirklich Vertraute zu haben, die anderen sagen, hey, das ist klasse. Und jetzt veröffentlichst du das.
Das ist genauso richtig. Nein, ich nehme es dir jetzt weg und du machst es. Ja? Genau. Oder manchmal braucht es einen guten Freund oder Mitarbeiter, Ehemann, Ehefrau, die sagen, ich habe es ja nicht verraten, aber ich habe es online gestellt und funktioniert. Ja? Also unterschätzt bitte diese inneren Anteile nicht. Die wollen kurz angeguckt werden, weil ansonsten stehen sie uns echt im Wege. So frei nach dem Spruch, da habe ich mir mal wieder im Weg gestanden. Ja, genau so stelle ich mir das denn vor. Kann man ihn zur Seite schieben. Also ich erzähle da immer gerne eine Geschichte von mir. Einmal hat mir mein damaliger Pädagogiklehrer unter meine Arbeit geschrieben, Miriam, du kannst keinen geraden Satz schreiben. Wenn ich diesem Mann geglaubt hätte, dass das so ist, würden wir beide heute nicht miteinander reden und ich hätte nicht 20 Jahre Karriere im Journalismus hinter mir. Ja, oder wir würden über andere Dinge reden, weil du so auch deine Karriere gemacht hättest oder deinen Weg gegangen wärst. Und damit bin ich schon nochmal bei deinen Leidenschaften. Du hast vorhin so schön gesagt, ja, und seit Ende der 90er bist du schon in diesem Online-Business und dann war es so logisch. Weiß ich aber, das ist ja nicht so, dann bin ich da drin, ich war drin in der Online-Welt, ich mache jetzt Online-Marketing. Nee, so ist es nicht. Nein. Wo hast du, erste Frage, wo hast du deine Leidenschaften so zum ersten Mal entdeckt, wofür du brennst, ohne genau zu wissen, was es dann nachher ist? Bei mir ist es noch ein Stück schwieriger, ich habe nämlich zwei. Also, ja, da ist das Schreiben und der Journalismus und seit vielen, vielen Jahren begleiten mich Kräuter. Ja, ich habe das auch dann, neben mir steht jetzt so Regal, da sieht man nicht, da sind ganz viel, nicht nur Bücher über das Schreiben, sondern ganz viele Kräuterbücher drin. Das ist, wenn man mein Regal sieht, weiß man genau, worum es bei mir geht. Und ich habe das auch dies auf einer sehr professionellen Art und Weise gemacht, habe unter anderem eine Zeit lang chinesische Medizin in New York studiert. Und Wildkräuter sind eine große Leidenschaft von mir und habe dann angefangen, mit einer damaligen Freundin eine Feinkostmanufaktur mit Wildkräutern zu machen und habe wirklich, wir haben verrückte Sachen auf Märkten gestanden und habe aber auch neben des Journalismus dann angefangen, diese Feinkostmanufaktur mit einem Onlineshop aufzubauen. Und dieser Onlineshop hat mir unglaublich viel Spaß gemacht und da habe ich mich angefangen, so ganz sukzessive, ganz klein ein bisschen mit Online-Marketing zu beschäftigen. Und dann haben wir damals beschlossen, diese Feinkostmanufaktur sein zu lassen. Und dann weil mich die Kräuter angefangen, einen Blog über Kräuter zu schreiben und habe dort ein Online-Business aufgezogen zum Thema Schönheitspflege von innen mit Kräutern. Da hat die chinesische Medizin eine lange Tradition und bin voll in das Thema Online-Marketing eingestiegen, voll. Und da haben wir uns ja auch kennengelernt, ne, auf diesem Weg. Und das hat erst alles nicht so richtig funktioniert, wenn ich nur meinen Journalismus angewandt habe. Und ich habe mich natürlich unglaublich fortgebildet, auch sehr viel im amerikanischen Raum, weil ich eben fließend Englisch spreche. Und die sind immer schon ein bisschen weiter als wir. Und habe da sehr viel gelernt und wie ich dann, und da habe ich die psychologischen Trigger gelernt. Und wie ich das mit meinem Storytelling, also mit meinem Geschichtenerzählen zusammengebracht habe, sind meine Öffnungsraten nach oben geschossen, sind meine Facebook-Anzeigen nach oben geschossen, habe ich, das war unglaublich. Ich habe gedacht, wow. Und dann kam ich an den Punkt, im Online-Business redet man immer so von Pain-Points, ja, wo man muss einen Pain-Point haben, wo die Leute sich wirklich zuwenden, wirklich sich mit dir auf den Weg zu begeben. Und ich habe dann gemerkt, in diesem Thema Kräuter ist dieser Painpoint bei den Leuten so groß, wenn sie bereit sind, mehr zu tun, wo ich sie eigentlich zum Arzt hätte schicken müssen. Und auf dieser Basis, ich war keine Ärztin, es ging nicht. Ich habe Schönheitspflege gemacht. Ich sagte, okay, so kann es nicht funktionieren. Aber dieses Story-Marketing und diese psychologischen Trigger hatten so eine Durchschlagskraft und es kamen Leute zu mir und haben gesagt, hey Miriam, kannst du mir das zeigen, wie das geht? Und von da habe ich gesagt, okay, das ist offensichtlich dein Weg. Ja, und wie ich mich dann da auf diesen Weg begeben habe, war meine Story auf einmal ganz klar und von da aus kann es dann passieren.
Ja, und das ist sehr schön, dass du das so erzählst, weil wir haben häufig die Idee, wenn wir uns selbstständig machen oder unser Herzensbusiness dann rausbringen wollen, jetzt muss es klar sein. Jetzt muss ich erstmal meine Kunden den Avatar machen oder die Persona und dann voll auf den Kunden rein. Das Leben ist meistens anders. Wir fangen mit einem Thema an, von dem wir überzeugt sind, und dann passiert das Leben. Und es kann sein, dass es gleich abgeht unter die Decke, auch ohne psychologische Trigger, weil wir gerade im richtigen Moment zur richtigen Zeit da sind. Weil manche Ideen sind zu früh oder andere auch zu spät. Und dann kann es aber auch sein, dass wir mit einem Teilbereich, den wir erst völlig vernachlässigt hatten, weil er für uns so unglaublich selbstverständlich ist, dass dieser Teilbereich abgeht. Und es kann wirklich so ein Stufenprojekt sein. Und das nenne ich ja gerne, Kunde droht mit Auftrag. Wir werden gefragt. Und da höre ich gerade von diesen Herzblut-Dienstleistungsunternehmern und Unternehmerinnen so, ja, aber ich mache doch. Ja. Obwohl sie es im Portfolio haben, sonst würden die Kunden nicht fragen, ja? Oder die Interessenten nicht fragen. Da wirklich mutig zu sein, noch nichts zu haben, so, lass uns mal ins Gespräch kommen. Weil danach kann man dann immer noch entscheiden, passt es oder passt es nicht. Aber wenn es passt, dann ist es auch ganz schnell fertig. Da braucht es keinen Perfektionismus. Da kommt das Leuchten, da kommen, manche sagen, das Gold aus einem. Und dann fließt es. Und daraus kann es dann entstehen. Ja, Miriam, das Zweite ist diese Persönlichkeit. Ich erinnere mich gut an deine erste Homepage zu deinem tollen Kräuterbusiness. Es ist wirklich toll. Aber die erste Homepage, wo alles wichtige Marketingtechnische drin war. So wie die Amis es uns auch beibringen. Es war aber nicht deine Seite. Wie war da dein Prozess? Es ist alles drin geblieben, aber jetzt woanders. Also du hast dann diese Seite auf dich angepasst. Was war da deine Aha-Momente? Also alles ist drin, was es braucht, ja, was wir im Online-Marketing haben, keine Frage. Aus meinem Blick auf dem Blick erkennen wir auch vom Design her war ein Unterschied. Und was war aber bei dir so diese Momente, wo du sagst, hey, jetzt bin ich das auch. Jetzt ist es nicht nur eine Seite, sondern jetzt bin ich das auch. Also meine erste Seite fand ich überhaupt nicht, dass sie alles drin hatte, was dann Online-Marketing sein soll. konnte sie aber auch nicht. Und das möchte ich, glaube ich, ermutigen, ist, und du hast es gerade so schön gesagt, sich auf den Weg begeben. Ich habe mich einfach auf den Weg begeben und ich wusste nicht, wo es mich wirklich hinführen sollte. Ich wusste nicht, dass ich bei Story Marketing mit psychologischen Triggern ankomme. Ja, jetzt rückblickend ist es alles klar, warum das so gewesen ist. Aber in dem Moment nicht. Und dieses Online-Business, was es jetzt gerade gibt, heißt immer, es war noch nie so einfach, ein Online-Unternehmen zu gründen. Ich sage, ja, aber. Denn es war auch noch nie so schwer, ein Online-Unternehmen Business zu gründen. Was viel einfacher ist, die Technikseite ist viel einfacher geworden. Die ist jetzt schon viel einfacher als vor 2 Jahren, wie ich angefangen habe. Da ist unglaublich viel passiert und da wird jetzt noch unglaublich viel passieren. Das bedeutet aber, dass viel mehr Leute diese Mittel an die Hand bekommen. Und dann kommt jetzt das, was dann schwieriger werden wird, was in den letzten 2 Jahren schon sehr viel schwieriger geworden ist, aus dieser Masse von Leuten da rauszustechen mit deiner Botschaft. Das wird die Herausforderung meiner Meinung nach der kommenden Jahre werden. Das wird die größte Herausforderung von uns Online-Unternehmern überhaupt werden. Und wenn wir das gut schaffen, dann ist es nach wie vor noch nie so einfach, ein Online-Unternehmen zu gründen, weil wir jetzt die ganzen technischen Hilfsmittel haben, die man recht einfach lernen kann. Es ist immer noch Arbeit, aber man kann sie lernen. Die Herausforderung wird sein, aus diesem digitalen Lärm rauszukommen, damit man nicht untergeht. Und das wird meiner Meinung nach die größte Herausforderung in den nächsten Jahren werden. Mhm. Ja, und nochmal zurück zu deiner ersten Seite. Ich fand sie beim Draufgucken, zu dem Zeitpunkt kannten wir uns noch nicht wirklich gut. Ich fand sie eine laute Seite.
Ja, also noch nicht so fein eingeflossen dein Können, dass es zu dir passt. Und es war eine technisch saubere Seite, es war schön gemacht, aber laut. Ich hatte falsche Farben gewählt. Aha. Ich hatte schlichtweg falsche Farben gewählt. Ich hatte, meine Lieblingsfarbe ist gelb. Sieht man jetzt gar nicht einmal. Meine Lieblingsfarbe ist gelb. Und also manchmal passieren ja auch so Dinge. Und ich hatte ein Shooting zu meinem Kräuterbusiness und hatte mein Lieblingsgelbes Kleid an. So, und diese Fotos sind so toll geworden. Da habe ich gedacht, dieses Gelb muss ich meiner Seite. Und dann habe ich mich selber so verwurschtelt in diesem Gelb. Und meine Tochter sagt, du musst noch grün. Und dann habe ich ihr grün zusammengepackt und wurschtelte so vor mich hin. Und das ist, was du eben sagtest. Und dann habe ich eben, dann sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Dann habe ich gar nicht gemerkt, dass es laut ist. Ja. Ja, weil ich habe ja diese Webseite jeden Tag gesehen. Für mich war die nicht laut. So sah halt meine Webseite aus, ja. Und dann ist es total wichtig, Menschen zu haben, die einem wohlgesonnen sind und die ein konstruktives Feedback geben, weil diese Online-Welt, in der wir uns zeigen, kann ja auch ziemlich gemein sein und man braucht ein dickes Fell. Und umso wichtiger ist es, Menschen an der Seite zu haben, die einem auf seinen Weg begleiten. Und das kann im Rahmen einer Mastermind sein, wo mehrere Leute sind. Es kann sein mit Buddies, ja, wo man sich gegenseitig coacht oder sich auch einen Coach holen, ja, so wie du, Anke, der schon sehr, sehr viel Erfahrung hat und sagt und drauf guckt mit dieser Erfahrung und manchmal so einen kleinen Schubs in die richtige Richtung gibt und schau doch nochmal da. Weil für mich war es total wichtig, dieses Feedback, wie kommt das bei den Leuten an? Und dann habe ich gedacht, echt, so kommt das an? Ja, ich hatte es nicht gesehen. Nicht gesehen. Und es war total wichtig. Und das ist etwas, was ich persönlich und auch beruflich nie wieder missen werde, mich sowohl professionell von jemandem begleiten zu lassen, der schon weiter ist als ich. Das ist die eine Sache. Und die zweite Sache, eine Gruppe von Menschen zu haben, die auf einem ähnlichen Weg sind wie ich. Und das würde ich nie mehr missen, weil dann kannst du, das hat mich viel schneller auf den Weg gebracht, als ich werde wahrscheinlich immer noch eine Quietschbunte sein. Das nicht so ja, und im Zweifelsfall würdest du glauben, dein Thema passt nicht. Ja, und ja. Ganz wichtig ist immer, dass alles, was wir im Außen zeigen, auch das sind virtuelle Gespräche, das ist Persönlichkeit, die wir zeigen. Und damit dürft ihr euch so zeigen, wie ihr seid. Und seid ihr laut und dynamisch, dann habt ihr laute, dynamischen Farben. Ja, dann ist das stimmig. Seid ihr aber eher so fein und dann auch noch mit dem Thema Kräuter und mit ganz sinnlichen Bildern. Und dann kommt dann so, ja, wirklich so ein lautes, ich liebe auch Gelb. Also dann kam noch so ein lautes Gelbton da drauf. Der war total laut. Ist das automatisch, jetzt sind wir wieder bei unseren Erfahrungen und Emotionen, automatisch gekoppelt mit Werbung. Ja, möchten deine Kunden im ersten Moment Werbung oder möchten sie dich erleben? Das sind so kleine Filter und ja, da gucke ich sehr gerne drauf, weil häufig sind es nur Winzigkeiten, die diesen Unterschied machen. Und wir beide teilen die Leidenschaft, ja, mit Menschen zu arbeiten, einander zu stützen, also echtes kollegiales Netzwerken, nicht diese Netzwerkveranstaltung, wo nur Visitenkarten verteilt werden, ja, das braucht kein Mensch, sondern ja, diese Kollegialität, um miteinander richtig groß zu werden. Und ja, da gibt es bei mir einige Angebote, die jetzt auch im Herbst wieder anfangen. Schaut auf meine Seite praxispower.de oder businessfluss.de. Und bei dir, Miriam, ist was ganz anderes entstanden. Und ja, deine Leidenschaft, Frauenpower. Ja, das ist ja, ne, wenn man anfängt loszugehen, dann passieren halt Dinge. Und ich habe bei diesem Online, wie ich diese Reise angefangen habe in die Welt des Online-Marketings, habe ich halt unglaublich viele tolle Frauen kennengelernt. Und die Idee hatte ich schon ganz lange, ich möchte gerne diese Frauen zusammenbringen, mit ihrer Power, um andere Frauen in den Erfolg zu bringen. Und diese Idee bin ich ganz lange schwanger mitgegangen. Und dann bin ich, bevor ich im Urlaub gefahren bin im Sommer, habe ich einen Sonntag gesagt, manche Sachen muss man einfach machen. Ne? Ich setze mich jetzt mal hin und schreibe 13 Frauen an, wo ich mir vorstellen könnte, dass sie da gut werden für. Und ich schaue mal, was so das Leben mir zurückspiegelt.
Und am Abend hatte ich 9 Zusagen. Und da habe ich gedacht, okay. Und dann habe ich losgelegt. Ich hatte noch keine Ahnung, wann der genau stattfinden wird, wie ich das alles hinkriege. Und dann hat mich das, ne, dann war aber irgendwie alles klar. Und seit Montag, 19. November, bis Freitag laufen die Frauenpower-Tage mit 24 namhaften Expertinnen, unter anderem mit Anke Schubert-Hinlis, die ihren Weg zum Erfolg, den sie gegangen sind, gezeigt haben mit allen Höhen und Tiefen. Auch ich habe ja jetzt hier von ein paar Tiefen erzählt. Ja, ihr könnt nicht vorstellen, wie müde ich manchmal nach dem 200. Töpfchen Fichtenspitzenessig abfüllen gewesen bin damals bei der Feinkostmanufaktur. Also in allen Höhen und Tiefen, die eben da drin sind. Und alle, es ist so faszinierend, wie viele Wege es zum Erfolg gibt. Darum habe ich, wir haben einen Mann, wir haben Quotenmann dabei. Ich nenne ihn immer Quotenmann. Und der läuft noch bis Freitag. Und ja, es hat unglaublich viel Spaß und viel Freude gemacht und es ist auch, die Teilnahme ist kostenlos, also kann man sich anmelden mit seiner E-Mail und man bekommt jeden Tag bis zu 5 halbstündige Interviews freigeschaltet und da kann man sich schauen, was so sein Weg ist. Ja, und wenn ich dich richtig verstanden habe, dann ist auch nach dieser Woche, die jetzt ja kostenlos ist, hast du natürlich eine Möglichkeit geschaffen, dass man auch das gesamte ja, Kongresspaket dann zu jeder Zeit später auch noch kaufen kann, beziehungsweise für kleines Budget sich all diese 24 ja, Vorträge, Interviews, Fallbeispiele, Tipps, also es ist unglaublich viel drin, dann natürlich auch dazu Zugang bekommt. Genau. Für die, die sich das erst danach angucken. Ja. Genau. Ne? Also ja, es gibt jetzt einen Frühbucherpreis, ne? Da ist es so ein bisschen günstiger, was kann man auch noch danach. Also, und es gibt nicht nur die Interviews, die einzelnen Expertinnen haben auch noch Bonusse dazu getan und es lohnt sich wirklich. Es ist, ich wusste ja am Anfang gar nicht, welcher Reichtum da zusammenkommen wird und bin sehr dankbar gewesen, mit diesen ganzen Frauen noch sprechen zu können. Ja. Ja, ja, spannend, powerful. Dein Weg geht weiter. Ich habe die Idee, all deine Elemente, die du im Laufe deines Lebens eingesammelt hast, werden sich noch mehr zusammenfügen. Die Kräuter werden auch in deinem neuen Business ja, richtig auch zur Geltung kommen, weil ja, da fallen mir jetzt schon ganz viele Allografien zu ein. Und freue mich auf all das, was von dir noch powerful kommt, auch für Plattformen, weitere Kongresse, für Frauen, die sich miteinander austauschen, einander stützen, einfach weil wir ja unsere Ideen, unser Herzbusiness, unser Wirken in die Welt bringen wollen, damit wir auf diese Art und Weise die Welt ein Stückchen in die Richtung verändern können, die uns wichtig ist. Absolut. Herzlichen Dank. Danke dir, Anke.